Wir starten sofort durch. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies. So, wahrscheinlich kannst du jetzt schon so sehen, steht auch in der Videobeschreibung, lol. Unsere Papaya. Die kommt nach draußen. Warum kommt sie nach draußen? Weil sie drin keinen Platz mehr hat. Sie ist zu groß geworden. Jetzt habe ich mir unzählige Gedanken gemacht, was ich damit mache, wohin ich sie packe und so weiter und so fort. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir sie auch hinten beim Seemandelbaum tatsächlich mit ins Hochbeet setzen. Ich wollte erst einen größeren Topf nehmen. Und ja, aber das macht alles keinen Sinn, weil ich kann sie im Herbst sowieso nicht mehr reinholen ins Haus, weil sie einfach zu groß wird. Von daher wollen wir mal gucken, wie sie sich jetzt im Laufe des Sommers entwickelt, wenn sie im Boden steht, ne? Und nicht im Topf dementsprechend. Mir ist vorhin auch schon einmal umgefallen, ist ein Blatt schon mal abgeknickt hier. Aber auch hier wird es so sein, dass die Blätter sowieso erstmal Sonnenbrand bekommen, denn auch die kann ich nicht irgendwie absonnig stellen. Ich kann auch keinen Sonnenschirm drüber halten oder hast du nicht gesehen. Also auch das ein Test, um zu gucken, wie die Pflanze das packt und ob sie es überhaupt packt und vor allen Dingen, wie sie sich bis zum Herbst entwickelt. Ja, okay. Das heißt im Klartext, dann werden wir gleich loslegen. Ich nehme mal eben den Mammutbaum an die Seite, habe ich dahingestellt, damit das Schätzchen hier nicht umkippt. Dann zeige ich euch schon mal, wie der Topf aussieht, damit man auch hier mal wieder sehen kann, dass Pflanzen in der Lage sind, in kleinen Töpfen zu wachsen, wenn sie ausreichend versorgt werden. Und auch das Schätzchen ist nicht im Wind ausgesetzt gewesen. Das heißt im Klartext, auch den müssen wir natürlich anbinden, denn ansonsten im nächsten Wind knickt er uns ab. Ne? Von daher das mal kurz so mitgenommen. Okay. Dann würde ich sagen, bereite ich alles vor und dann starten wir gestellt. Machen wir nochmal davor, damit er mir hier nicht durch die Gegend ballert, wenn der Wind hier hinterhaut. So, ja, Papaya im Garten dieses Jahr. Wollen wir mal gucken, wie er sich dann entwickelt. Ich denke mal, das könnte sehr interessant werden. Mammutbaum, ja, Metasequoia glyptostroboides hier im Topf. Totgeglaubte Leben länger, kommen wir gleich zu, denn es gibt eine sehr interessante Sache. Auch okay, jetzt ist die Papaya doch umgefallen. Och, Menno, oh, ich sage dir, du, jetzt bleibst du liegen. Okay, ist so wie es ist. So, es hat heute Nacht etwas geregnet, nicht viel, aber etwas. Und das war schon ausreichend. Jetzt bin ich hier im Schatten. Kriegen wir das jetzt hin? So, da, kannst du sehen? Ja, unsere Maispflänzchen kommen jetzt tatsächlich raus. Eine nach Regen und schon geht's los hier. Also das ist eine mega coole Sache. Radieschen fängt jetzt an. Ja, wird sich Melody freuen, wenn sie nachher nach Hause kommt. Ich will jetzt nicht freibuddeln alle, aber wenn eine schon so rausguckt, dann ist okay. Dann müssen wir auch jetzt wieder neue zur Aussaat bringen. So, dann gucken wir uns mal den Seemandelbaum an, wie der jetzt aussieht. So sieht das Ganze aus jetzt. Ne? Das ist eben vom Wind gebeutelt, da machst du nichts. Ne? Hier kann man schon erkennen, das wird schon so leicht bräunlich. Ne? Also das wird tatsächlich kaputt gehen. Ist aber nicht so tragisch, denn er soll ja neu herauswachsen, sich dann entwickeln. So, und die Papaya kommt jetzt hier mit dazu. Ja, okay. Und auch das machen wir jetzt gemeinsam. So, Klartext. Och, Menno, jetzt schmeißt er sich einfach um hier. Du, ich sag das dir, du. Mann, ey. Lass mal auf, ich mache mal durch hier. Da steht übrigens unser Jackfruit Tree. Da muss ich noch mal gucken, wo ich den hinpacke. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, da liegt sie, ne? Oh Mann, oh. Okay, dann bleibt er jetzt auch erst liegen, bis ich soweit alles vorbereitet habe hier. Haben wir jetzt auf Play gedrückt? So, halt hier, du. Jo. So, dann wird das hier unser exotisches, ja, Hochbeet, kann man den überhaupt noch sehen da oben? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Egal. So, jetzt fallen wir aber bitte nicht wieder um hier. So, obwohl, eigentlich ist ja auch egal, die Blätter gehen sowieso kaputt, ne? Ist so. Okay, dann buddeln wir jetzt hier nochmal ein Loch. Aber das wird eine spannende Geschichte. Das ist schon genial, ne? Wenn es denn funktionieren sollte. Aber wie gesagt, es macht für mich jetzt keinen Sinn, den in den Topf zu pflanzen und dann, weil ich, im Herbst kann ich sowieso nichts mitmachen. Sollte mir irgendwas anderes noch einfallen, können wir auch wieder ausbuddeln, ne? Wollen wir mal gucken. So, Lochtiefe müsste passen. Schätzchen brechen wir jetzt nicht ab da oben. So, Wurzeln sehen sehr gut aus, wunderschön, weiß. Oh, das ist so genial anzusehen. Soll ich das mal zeigen? Gott, komm. Wenn wir schon dabei sind, wollen wir auch alles mitnehmen, ne? Dass man sehen kann, wie der in dem Substrat gewachsen ist, ne? Also wurzeltechnisch, ja? Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Licht kommt jetzt auch von der falschen Seite. Also auch das Starkzehrer. Am besten gehalten bei 1000. Das heißt aber nicht immer mit 1000 gießen. Ne? Weil 1, 2, 3 kann es auch zu viel sein. So, Schätzelein. Ganz bisschen tiefer setzt man auch, aber nur ein ganz bisschen. Pass mal auf, bevor ich den jetzt hier
einbuddel, setze ich erstmal den Stab dran und binde den jetzt sofort an. Und zwar dieses Mal mit dem Klettband. Ja, diesmal habe ich es nicht vergessen. Pass mal auf, mal einmal hier unten schon mal vorsichtig. Reicht das so? Nicht zu stramm. Ja, das reicht hier. So, kann man schön abreißen. Einmal hier oben schon mal. So, einmal drum. Ja, ich reiße es jetzt nicht unbedingt vorher ab, kann man machen, ne? Aber dann meist hast du es entweder zu lang oder zu kurz, kennst du, ne? Ist so. So, wobei zu lang geht eigentlich auch nicht, da musst halt, kannst du ein paar Mal drum wickeln, geht auch. So, soweit, so gut, haben wir das schon mal geschafft. So, dann bleibt er jetzt auch stehen hier. Tja, Papaya im Garten, das ist schon krass, ne? So, aber wie gesagt, das ist auch ein Versuch, ne? Denn wir wissen ja, Versuch macht klug. So, das war's schon. Er ist wieder bei. Auch hier machen wir einen kleinen Gießrand, damit wir gezielt hier gießen können, dort wo die Wurzeln sind. Ne? Leicht andrücken das Ganze und dann spülen wir bzw. fluten das Ganze auch. Und auch hier werden wir jetzt ein paar Mal nachgießen, weil so viel hat es dann doch nicht geregnet. Ne? Besser ist das. So, kriegst du auch noch einen Schluck hier. So, jetzt haben wir schon zwei Bäumchen hier drin. Könnte auch sein, dass es vielleicht ein bisschen zu eng wird, aber ist dann auch nicht so schlimm jetzt, ne? So, siehst du wohl, haben wir das geschafft. Düngen brauchen wir erstmal nicht, die Beete sind versorgt. Da werden wir das ganze Jahr nicht düngen müssen. Gehe ich jetzt mal von aus zumindest. Wenn denn doch, dann werden wir auch das mitnehmen, ganz klarer Fall, ne? Aber voraussichtlich erstmal nicht. Urgesteinsmehl ist ja schon mit drauf, drin, drum, dran. Also ja, Papaya, coole Sache. So, oben habe ich jetzt auch nochmal angebunden hier. Besser ist das. Ne? Zur Sicherheit an mehreren Stellen festmachen, dann kann er es gar nicht abknicken. Ja, und lass uns mal überraschen, wie die Papaya sich jetzt im Laufe des Jahres entwickeln wird. Auch hier, ganz klarer Fall, die ersten Blätter, die jetzt da sind, die gehen natürlich hops, ne? Werden braun. Das ist halt so bedingt, aber nicht schlimm, denn sie kann dann ja weiter wachsen. Ja, totgeglaubte Lebenlänge. Unser Wein. Der war komplett vertrocknet, da habe ich ihn zurückgeschnitten und dann in eine Ecke gestellt, irgendwo hinten im Garten. Und gerade eben sehe ich, nachdem es heute Nacht geregnet hat, ist also auch sehr interessant zu sehen, dass das sich so ergibt dann tatsächlich. Ne? Mal ein bisschen höher gehen, gucken, ob wir das so hinbekommen. Er ist nämlich wieder am Wachsen tatsächlich, also am Austreiben. Ne? Hier sehen wir schön eine Knospe, die sich herausschiebt. Ich drehe das mal ein bisschen. Hier kommt eine Knospe. Da kommt eine Knospe und hier oben kommen auch Knospen raus. Der Teil ist allerdings komplett vertrocknet, aber ich lasse das jetzt noch so, wie das ist. Da werde ich jetzt nichts dran verändern oder so. Ne? Das ist schon genial. Das, ne? Also nicht immer alles gleich wegschmeißen. Manchmal ist das so. Das heißt, den werde ich heute auch gut versorgen, wie wir das gestern auch gemacht haben mit der Birne. Ne? Also nicht mit Birne, mit dem Apfel. Mit der Birne, das hatten wir ja vorher gemacht. Also auch mit Urgesteinsmehl und dementsprechend kräftig aufgedüngt. Ja, okay. Glück gehabt. Ne? Also manchmal... Gut, dass man nicht immer sofort dabei ist und alles in die Tonne kloppt. Ne? Einfach mal stehen lassen, irgendwo kannst du ganz weit wegstellen, so dass keiner sieht. Und dann mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ne? Wir sehen, ja, Tatsache, sie ist wieder am Wachsen. Ich habe gerade beherzt mal das Unkraut weggemacht aus dem Topf, Beikraut. Und das fiel mir dann ganz plötzlich in die Augen, als ich es in den Topf schmeißen wollte, also in den Topf, wo alles wegkommt. Das ist tatsächlich ja, ein Weinsämling. Der hat sich also selbstständig ausgesät. Der hat ja letztes Jahr ein paar Früchte gehabt, ne? Die sind dann runtergefallen. Und wie wir sehen, auch das funktioniert. Also kannst du Weintrauben im Herbst draußen zur Aussaat bringen und lass dich mal überraschen, was im Frühjahr dann da rauskommt. Ja, coole Sache, muss ich sagen. Also das ist ja mal total klasse. Neues Schätzchen. Der wilde Wein. So schick ist er. So, ich habe das Schätzchen jetzt mal erstmal ne, ins Wasser gepackt. Und zwar hier. Ich hoffe, man kann erkennen. Da. Damit er mir nicht vertrocknet. Denn ich muss erst noch ein paar andere Sachen machen. Ich muss auch Gedanken machen, wo ich den einpflanze, dass ich den A wieder finde und dann wieder versorgt ist. Ne? Ja, am besten zu einer anderen Pflanze dazu. Wollen wir mal gucken, was wir da gleich, wie wir das gleich machen. Achso, ganz kurz nochmal zu der Lärche. Ich hatte ja überlegt, pinzieren und so, ob wir das schon machen sollten, machen wir nicht. Weil der obere Teil, der kommt sowieso später wieder weg. Das heißt, wir lassen das hier oben wachsen, damit das hier unten dicker wird. Ne? Das ist dann doch besser.
Ich möchte einfach mal irgendwie alles anders machen als sonst, einfach um mehr zu lernen. Ist nämlich, wenn man nach Drehbuch geht, wenn man es machen sollte, also die Aussaat von Samen, dann ist es wie immer. Weißt du, was ich meine, ne? So, die hat Melody mal geschenkt bekommen und das sind die, die hier vorne in dem Beet sind, die wir vorhin gesehen haben. Ich werde jetzt hier etwas machen. Hier ist der Mais drin, bis der richtig groß wird. Das wird noch einen Moment dauern, ne? Und von daher machen wir hier ein kleines Experiment und werden einfach mal... So, die Hälfte der Samen. Was machen wir jetzt damit, wenn wir ein Experiment machen? Ja, pass mal auf, wir streuen die jetzt einfach hier drauf. Ohne sie in die Erde zu bringen oder sonst irgendwie. Ganz locker einfach überall drauf streuen, ne? Also auf die ganze Fläche verteilt. Gucken, dass sie nicht zu dicht liegen. Und dann lassen wir uns überraschen, was da dann von wird. Ne? Einfach mal just for fun, so hinten schmeiß auch noch ein paar drauf. Weil da wachsen die ganzen Tomaten drin, da will ich jetzt nicht drin rumbuddeln. Weil ich weiß noch nicht, was ich mit den Tomaten mache. Und von daher lasse ich das erstmal so. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht angießen oder so, ich lasse die Samen einfach drauf liegen und dann lassen wir uns mal überraschen, was da draußen im Laufe des, ja, der nächsten Wochen dann dementsprechend wird. Okay. Wenn schon, denn schon, wie man sowas aussieht, wissen wir alle überhaupt keine, weißt du, haben wir schon 100 Mal gesehen, 100 Mal gemacht, also machen wir ganz was anderes, auch hier tatsächlich. So, dann nehmen wir jetzt unsere Samen hier und werden auch die einfach hier drauf streuen. Nicht lange lachen, weiß Bescheid, ne? Einfach mal machen. Ja, also es ist so, ich könnte jetzt zeigen wieder, wie man das in Reihe aussieht und ne, mit Rille machen und zumachen und hast du nicht gesehen. Ey, aber das haben wir schon 1000 Mal gesehen, das ist, ne, das ist halt so. So, auch hier streuen wir die Samen einfach mal locker drüber. Ja klar, jetzt mit dem Mais dazwischen ist das natürlich nicht der Burner, aber egal, das, ne, einfach mal machen. So, den Rest streue ich hier einfach mal drauf, mal gucken, was dann kommt. Lass uns überraschen. Du denkst, bei mir läuft alles rund, bei mir wächst alles. Ja, schon, aber auch ich habe so ein paar kleine Kleinigkeiten, die nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben in dem Sinne. Ne? Und zwar geht es heute um Mammutbaum. Und zwar nicht Metasequoia glyptostroboides, sondern Sequoia dendron giganteum. Ja, unsere Sämlinge von damals stehen nach wie vor hier in der Schale, auch im Winter draußen. Die haben allerdings tatsächlich gelitten. Das heißt im Klartext, die werden wir jetzt rausholen und mal gucken, was wir damit noch machen können. Aber sie befinden sich wieder im Wachstum. Also das kann man hier sehen, da, sie trägt hier auch, obwohl es hier noch braun ist ein bisschen. Hier oben ist ein bisschen was am Wachsen schon. Also sie leben noch, aber wir müssen hier tatsächlich mal eingreifen. Tja, so ist das. Dann waren sie wohl doch schon zu groß für die kleine Schale für den Winter. Manchmal ist das so, ne? Aber aus Fehlern lernt man ja, wie wir wissen. Okay, dann gucken wir da mal etwas näher hin. Heute haben wir einen kräftigen Sonne-Wolken-Mix. So, okay, dann lassen wir uns überraschen, wie das Ganze aussieht. Ziehen wir das mal raus hier. Wurzeln können wir sehen, sind tatsächlich auch am Wachsen. Ich habe mir schon mal einen Eimer hier hingestellt mit Wasser, ne, damit wir die Pflänzchen gleich jedenfalls sofort reinschmeißen können. Nehmen wir erstmal das Beikraut hier weg. So ein bisschen mehr Einblick bekommen in die ganze Geschichte. Hätten wir sie vielleicht doch letztes Jahr schon rausnehmen sollen, ne? Und dann umsetzen in dem Sinne. So, ich werde mal versuchen, hier ein bisschen beherzt schon mal zu ziehen, aber es wird voraussichtlich nicht gehen. Genau. Das wäre ja auch ein Wunder gewesen. So, pass mal auf. Wie gehen wir da jetzt vor? Am besten erstmal vorsichtig die Wurzeln hier lösen. Vorsichtig erstmal, ne? Wobei wir sowieso auch hier wieder einen kompletten Schnitt machen werden, ganz klarer Fall, aber ja, wir gucken erstmal in die Geschichte hier rein, wie das so aussieht. So, da müsst ihr jetzt Geduld mitbringen, tut mir leid, aber ist so, ne? Das ist halt so, vorsichtig überall mal so ein bisschen zuppeln. Ja, das ist, kann sein, was kann sein? Die werden wohl auch, ja, das wird so sein. Diese Phase, na, der Winter war ja mild, ne? Und dann kam ja dieser plötzliche Wintereinbruch, der starke, ne? Nachdem es schon relativ warm war. Und das wird dem wohl auch geschadet haben, gehe ich mal von aus jetzt. Andere Erklärung habe ich dafür nicht. Das sind halt so Extreme, ne? Das ist nun mal so. Dann können die auch schon mal leiden, die Pflänzchen dann. So, alter Schwede, das ist aber heftig, die Wurzel hier. So, einmal beherzt ziehen. Einmal rundherum. Mal rundherum, immer wieder mal hier und mal da, ne? Dass sich das Ganze nach und nach löst, also auseinandertuddelt, sagen wir es mal so. Ne? So, müssten wir eigentlich so langsam schon was rauskriegen hier. So, so,
So, so, so, ne? Aber das mit dem Moos sieht auch hübsch aus, ne? Das ist schon klasse. Aber okay, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist zwar klasse, aber nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Ach, gestern habe ich mich gefreut. Gestern habe ich mich gefreut. Richtig gefreut. Und zwar habe ich ein Video geguckt auf YouTube. Ich gucke auch Videos auf YouTube von anderen. Ne? Vom Mark Shrimp Tank zum Beispiel. Ne? Der macht richtig tolle über Garnelen. Da gucke ich regelmäßig. Auch die alten Videos von denen von vor 5 Jahren, hast du nicht gesehen. Gucke ich mir alle so nach und nach an tatsächlich. Da lief Werbung dann. Und die habe ich mir angeguckt. Und tada, im Dezember kommt Avatar. Yes! Ah! Den Film damals, den habe ich, ich will nicht lügen, 100 Mal mit Sicherheit geguckt. Den habe ich nicht im Kino geguckt, sondern ich habe mir den auf DVD geholt oder geschenkt bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Und den habe ich mir jeden Abend reingezogen. Jeden Abend. Das war so krass. Ja, also Avatar, das ist schon der Hammer. Seid ihr auch Avatar-Fans? Ist jetzt nicht so, dass ich alles voll Poster habe oder T-Shirts und hast nicht gesehen, aber der Film, der ist so Hammer. Ja. Und ich werde auch, bevor der dann im Kino kommt, dann fahre ich tatsächlich ins Kino mit Nicole dann auch zusammen. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Achso, vorher gucke ich mir dann den anderen Film nochmal an, den ersten Teil in dem Sinne. Aber das sieht sehr vielversprechend aus. Den Trailer, den die da haben, das sieht richtig klasse aus. So, kommen wir jetzt langsam mal ans Ziel hier. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch erzählen soll hier. Sonne scheint, alles wunderschön anzusehen. So, okay, der hängt schon so ein bisschen in Luft. So, jetzt aber, komm. Langsam müsste ja mal was kommen hier. Oder soll man den so einpflanzen jetzt hier? Ey. Die haben sie auch ineinander verhakt, alter Schwede. Aber nicht einmal reißen, sondern mal hier zuppeln, mal da zuppeln. Ne? Immer mal wieder hier und mal da, dass sich alles so langsam voneinander löst. Und gleich schneidet er die ganze Wurzeln ab. Ne? Kennst du schon. So, jetzt aber komm, halt die Leute hier nicht so lange auf, Mensch. Ah ja, hier zieht sich was. Oh, das sieht schon mal gut aus. So. Aber ich denke, es ist irgendwie wichtig, das auch so mitzunehmen. Und dann hatten wir mal wieder eine Tonstörung. Was wir jetzt noch sehen, ja, ist im Prinzip, wie ich die Pflänzchen auseinanderzuppel, vorsichtig. Also nicht reißen, sondern immer wieder mal hier ziehen, mal da ziehen, mal dort ziehen, bis wir dann tatsächlich den einen oder den anderen herausbekommen aus dem Gewurstel. Und das Ganze kommt natürlich erstmal ins Wasser. Und jetzt werden wir sie weiter vorbereiten. Eine war schon fertig, aber da war auch Tonstörung. Also gut, dass wir mehrere haben. Dann machen wir jetzt den nächsten gemeinsam. Okay, so ist das manchmal, ne, mit der Technik. So, da ich jetzt nicht nach Manuskript in dem Sinne arbeite, weiß ich nicht, wie das jetzt kommt, weil ich rede immer frei raus. Ne? Ganz wichtig zu wissen ist, wenn Pflanzen augenscheinlich irgendwie leiden, dann bitte nicht düngen. Den Fehler habe ich nämlich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ich hatte sie schon gedüngt gehabt. Von daher ist ganz gut, dass ich jetzt mal genauer hingesehen habe. Denn Nährstoffe, Salze, ne? Wenn die Wurzeln sowieso schon leiden, dann ja, versalzt du im Prinzip die Wurzel. Ne? Also das ist ja nicht der Burner. Dann gehen sie nämlich definitiv in der Pecher auch ganz kaputt. Und von daher sollte man da auf jeden Fall schon mal das Ganze beherzigen. Ne? Also nicht düngen, auch jetzt nicht, wenn man die einpflanzt, logischerweise. So, damit wir das Ganze unterstützen, damit sie besser anwachsen können, verabschieden wir uns jetzt hier von den einen oder anderen Ast. So, den Rest, den kürzen wir ein, um auch hier nochmal Verdunstungsfläche wegzunehmen, damit das Ganze besser anwachsen kann. Und in dem Zuge, ja, leiten wir das Bäumchen auch mehr oder weniger nach oben, dass also der Haupttrieb dementsprechend wachsen soll. So, das ist soweit okay. Ich zeige mal einen zum Vergleich, den ich vorhin schon gemacht hatte. Der ist nämlich hier schon im Wasser. Bei dem hat sich nämlich gezeigt, dass der vitaler ist, woran man das sehen kann. Ich würde sagen, das zeige ich euch dann doch jetzt etwas näher. Dann schauen wir uns die beiden jetzt mal zum Vergleich an. Das ist der erste, den ich fertig gemacht hatte. Hier sehen wir ganz viele Austriebe seitlich. Auch hier habe ich die Äste weggenommen, ne? Außer das, was jetzt hier halt noch von, ja, alleine am Stämmchen direkt herauswächst. Also da kann man dran sehen, dass der also richtig vital ist, im Gegenzug zu dem hier. Ne? Der hat also hier noch nicht die Austriebe gegeben tatsächlich. Ne? Also auch das kann man dann erkennen, welchem Bäumchen es in dem Sinne besser geht. Ne? Das soll das so am Rande mal kurz mitnehmen können, unsere Mammutbäumchen. Ja, und jetzt würde ich sagen, einpflanzen. Kommen wir jetzt zum Einpflanzen. Ich habe übrigens das Substrat von gestern genommen, wo wir das Myzel mit drin hatten. Das habe ich hier mit beigemischt bei der Kokoserde. Mal gucken, ob wir dann später da tatsächlich ein Ergebnis sehen, wenn wir es nicht vergessen. Ne? Manchmal ist das ja so. So, wir nehmen jetzt einen relativ hohen Topf. Wie gesagt, hier geht es jetzt nicht um Bonsai, sondern das sollen also Bäumchen werden. Und dann ist auch besser, wenn sie mehr Wurzeln nach unten schicken.
dann ist es später auch einfacher, sie jetzt irgendwo einzupflanzen, sage ich mal, im Garten oder wo auch immer, wo man das dann haben möchte. Ne? Weil wenn die Töpfe tiefer sind, kommen die tiefer in die Erde und dementsprechend, ne, eher an Feuchtigkeit. So, okay, haben wir den schon mal fertig hier, machen noch einen zweiten. 1, 2, 3. Komm du herbei. So, siehst du wohl. Ja, also das wurde echt höchste Eisenbahn, dass wir das hier angehen. Manchmal ist das so, stehen die Klamotten rum, ne? Aber ist auch alles zeitlich bedingt, ne? Wenn man viel Zeit hat, kann man viel machen. Wenn man nicht viel Zeit hat, muss man halt immer gucken, was man dann zuerst macht, in dem Sinne, ne? So, nicht düngen. Die kriegen jetzt also wirklich nur Wasser, tatsächlich auch Regenwasser. Gegebenenfalls, wenn nicht gegeben, dann eben destilliertes Wasser oder Osmosewasser. Denn wir haben bei uns im Bergwasser auch einiges drin und das kann unter Umständen auch dann schon fatal sein. Von daher also hier nur mit reinem Wasser arbeiten, dann ist man auf der sicheren Seite. So, im Hintergrund hören wir wieder Motorsägen. Jetzt spülen wir das Ganze durch, wir spülen die Kokoserde durch, ne? Ganz wichtig, damit die Salze, die hier drin gegeben sind, woher auch immer sie kommen, rausgespült werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sollte man nicht vernachlässigen. Und im Gegenzug, wenn wir das dann gleich gemacht haben, ja genau, werden wir sie nicht düngen, auf keinen Fall. Aber wenn auch hier ein bisschen Urgesteinsmittel beipacken, auf jeden Fall. Damit wenigstens schon mal Mineralstoffe drin sind. Ne? Die schaden dann auf gar keinen Fall. Aber ansonsten ist es schon wichtig, bei der Kokoserde kräftig durchzuspülen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Wasser holen. Das mache ich dann just auch zu Ende. Was ich jetzt gemacht habe im Prinzip bei denen, die fertig sind, mache ich gleich nochmal und dann nochmal. Also dreimal insgesamt. Und dann ist gut. Das ist schon ganz wichtig, das zu wissen. Weil, wie gesagt, ne? Ansonsten hast du was drin, was nicht drin sein soll. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, weil mit der Belichtung ist das hier gerade nicht so einfach draußen. Es hängt gerade eine dicke Wolke hier über uns und kalter Wind. Ja, so knapp, könnte man sagen, 1500. Das wird sich auch noch verändern, da kommt noch mehr raus hier. Ja, so sieht es aus, ne? Und das ist dann halt so gegeben und deswegen müssen wir das Ganze durchspülen. Das ist so schön anzusehen, hier zu betrachten. So, den Rest mache ich jetzt alleine fertig. Mir reicht es für heute. Aber das war mir jetzt wichtig, euch das zu zeigen, wie das aussieht, ne? Mit dem Leitwert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn ich habe damals einige Pflanzen, ja, ich sag's mal, ne, wuchsen nicht so wirklich, kümmerten, obwohl ich gedüngt hatte und hast du nicht gesehen, bis mir das dann irgendwann mal klar wurde, dass in der Kokoserde eben schon viel drin ist. Und dann, wenn du dann noch zusätzlich düngst, damit deine Pflanzen wachsen, ist alles viel zu viel. Ne? Von daher ist das ganz, ganz wichtig zu wissen. Wenn du Glück hast und es regnet viel, dann ist es nicht so schlimm. Ne? Dann spült der Regen das durch, aber es muss schon richtig regnen. Ansonsten mit reinem Wasser ist es besser. Wenn du kein reines Wasser hast, dann nimm um Gottes Willen auch Leitungswasser. Ist immer noch besser, als wenn du das drin hast, was dort in der Kokoserde tatsächlich gegeben ist. Ne? Ganz wichtig. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, reicht das für heute. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen heute in unserem wunderschönen kleinen Paradies. Und das macht also richtig Freude dieses Jahr. So, dann haben wir es geschafft. Siehst du wohl. Ja, so, pass mal auf. Die Mammutbäumchen, ganz klarer Fall, die kommen jetzt absonnig gestellt. Und ansonsten sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Ja, die dürfen erst wachsen hin, da machen wir nichts dran. Im Moment zumindest noch nicht. Bonsai-technisch müssten wir eigentlich noch 1, 2 Filme machen, denn ich habe noch ein paar Kandidaten hinten rumstehen. Da könnten wir gegebenenfalls noch mal was ansetzen, fertig machen im Sinne. Auch die Hainbuche, die steht hier vorne. Übrigens danke für den Tipp nochmal, die noch nicht zu schneiden, bevor der Austrieb richtig da ist, weil es ist nämlich wirklich so, sie schwächelt. Und hätte ich das dann komplett alles schon gemacht, dann würde sie uns jetzt schon kaputt gegangen sein. Von daher danke dafür nochmal. So, das heißt, da werde ich auch im Moment noch nichts dran machen. Erstmal weiter beobachten. Okay.